Tag auch, hier ist Bruce der Abhacker. Mittelerde, Schatten des Krieges, ist ein gewaltiges Open-World-Action-Rollenspiel. Und der Nachfolger des preisgekrönten Mittelerde, Mordor, Schatten. Falls ihr euch in diesem Teil nicht gespielt habt, folgt hier eine kleine Zusammenfassung. Dieser Typ hier ist der dunkle Herrscher. Seine Kumpels nennen ihn Sauron. Er hat hier echt die Hosen an. Wollte ganz Mittelerde mit seiner Ork-Armee einnehmen. Einige wollten ihn aufhalten, gefiel ihm überhaupt nicht, also hat er einen von ihnen umgebracht. Der hieß Talion. Was? Dieser Typ? Oh, dieser Typ bist du. Es gab nur ein Problem, Talion ist nicht tot zu kriegen. Tja, da war dieser Elbenfürst, der schon eine Ewigkeit tot ist und eine Menge durch hat mit Sauron. Irgendwas mit irgendwelchen Ringen. Der Elbe war Talion vom Abkratzen. Talion überlässt dem Elben seinen Körper und zusammen werden sie zum Höllenherrscher. Der leuchtet aber nur. Richtig helle ist er nicht. Er verhöhnt uns. Ich weiß, Talion. Schließlich stellt sich der helle Herrscher dem dunklen Herrscher. Und wie bezwingt man den Herrn der Ringe? Da, mit dem eigenen Ring. Was kann dabei schon schiefgehen? Ich könnte euch noch viel mehr erzählen, aber so langsam kribbeln mir die Finger nach ein paar weichen, schwächlichen Gegnern. Oh, es gibt doch nichts Schöneres als einen siegreichen Kampf. Wir sehen uns später.